Einen wundervollen guten Tag. Willkommen zu Mario Kart Tour auf einem Dienstagabend. Ich habe versprochen, dass ich irgendwann mal einen Ranglisten-Grind-Part machen werde und ich denke, heute ist es soweit. Wir haben, oh mein Gott, okay, die Lücke ist deutlich größer geworden seit dem letzten Mal, wo ich geschaut habe. Wir haben etwas über 6300 Punkte aufzuholen. Das sind unsere Kontrahenten hier. Wie ihr seht, die Punktzahl über die Strecken hinweg ist mal relativ gemäßigt. Er hier hat sehr viel auf Paris bekommen. Ich denke, das wird auch eine der Strecken, wo ich mehr rausgrinden werde. Und sonst gucken wir mal, wie es ist. Ich hätte gerne Birdo. Also mir würde Platz 2 reichen. Ich werde natürlich versuchen, Platz 1 zu erreichen. Aber wenn es nicht geht, dann geht's halt nicht. Und ich würde sagen, zuallererst einmal werde ich die Strecken machen, wo mir, ja genau, hier, wo mir noch Stufe 3 Sachen fehlen. Das sind 2 an der Zahl. Hier fehlt mir ein Gleiter und ich meine, bei der dritten Strecke im Cup fehlt mir, ja, machen wir einfach mal ein Fahrzeug. Ich meine, auf einer der Strecken habe ich alles 3. Das werden wir jetzt gleich mal sehen. Ich habe auch etwas über 400 Rubine, also wenn es wirklich dringend sein sollte, weil ich möchte schon Birdo haben, dann werden wir auch ein bisschen aufs Geld hauen. So, das ist jetzt die Strecke ohne Gleiter auf Stufe 3. Das heißt, mal gucken, wie das so wird. Ihr habt mir gesagt, ne, ich weiß. Es gibt den optimalen und perfekten Weg zu spielen. Aber ich möchte einfach Birdo haben. Mir ist relativ latte, ob in der nächsten Woche ein besserer Charakter kommt. Denn nächste Woche ist nächste Woche. Und dann sieht die Rangliste vielleicht auch wieder ganz anders aus. Und die Strecken, die für die Rangliste nötig sind und so weiter. Ich hätte einfach gerne meine Birdie Bird. Bitte gib mir, oh mein Gott, ich dachte, ich komme da dran vorbei. Streak nicht gehalten, ja, okay. Mit dem Stufe 3 Gleiter hätte es vielleicht geklappt. Oh, okay, wir sollten diesen Run nicht choken, denn Maxi-Bananen-Party, schon cool, kann man so sagen. Jetzt ist halt hier die Frage, geht man den oberen oder unteren Weg, ne? So, komm, irgendwer noch in eine Banane am Fahren, schade. Damit hält die Streak leider nicht. Ich weiß nicht, ob das eine neue PB hier werden kann überhaupt. Oh, das habe ich nicht gut gemacht. Aber egal. Kriegen wir schon hin. Ich hätte gerne eine zweite Partyzeit. Ich werde jetzt gierig. Ich hätte so gern. Ah, weiß nicht, ob das jetzt so nötig war. Oh Gott, das war auf jeden Fall, das war nicht nötig vom Spiel hier. Komm, es können noch mal ganz viele Leute in die Bananen düsen. Bitte. Bitte. Ich habe die da nicht umsonst alle hingelegt. Ja, fahrt alle da rein. Boah, man muss aber auch nach unten ziehen dafür. Ich lege nochmal hier oben so eine Maxi-Banane. Auch wenn ich nicht glaube, dass es viel bringen wird. Und ich weiß nicht, ob das überhaupt eine neue... Doch, müsste eine neue beste Punktzahl geworden sein. Ich meine, okay, Riesen-Bananen-Party, ne? Bitte. Aber sollte zumindest. Ja, das ist zumindest ein neuer Rekord. Gut, es ist halt kein Stufe 3 Gleiter, ne? Da müssen wir vielleicht nochmal ran. Oh, hier auch Riesenbanane. Ich würde gerne auf eine Riesenbananenparty grinden. Aber wir nehmen natürlich erstmal den ersten Versuch mit. Stufe 4 Gleiter. Ne, Level 4 Stufe 3 Gleiter. Es tut mir leid, ich werde das für immer verwechseln. Ich habe bisher noch gar nicht so viel versucht zu grinden. Also ich habe die Strecken jeweils noch 2-3 Mal gespielt. Die hier noch am meisten. Entsprechend mal gucken, wie das jetzt hier wird. Ich weiß nur nicht, ob ich die auf 150... Oh, der Driftboost hat ja schon mal... Ja, können wir neu starten. Warum hat denn der Driftboost so dermaßen nicht funktioniert? Ich weiß nicht, ob ich 200 nehmen werde auf dieser Strecke. Irgendwie bin ich da eingespielt, habe ich den Eindruck. Aber das werden wir dann sehen. Ja, jetzt funktioniert das, wie ich das will. Genau. Ja, so nicht. So nicht, so kriegen wir auch keine Riesenbananenparty hier hinten. Doch, ich meine, diese Strecke habe ich auf 200 gespielt und da deutlich bessere Ergebnisse erzielt. Einfach, weil es deutlich einfacher ist hier zum Beispiel in den Kurven. Da wurden mir jetzt alle Münzen weggenommen. Das ist natürlich spitze. Ja, hier, Riesenbanane. Bam. Erstmal direkt jemandem reingeböllert. Ja, das wird keine neue Bestpunktzahl. Höchstwahrscheinlich. Einfach, weil ich nicht... Oh, ich wollte nicht driften. Ah, krass, wie wirklich gar keine Party kommt. Nicht mal eine. Nicht mal eine einzige Partyzeit. Ja, dafür aber der Blitz. Nee, das wird auch keine beste Punktzahl. Seid insgesamt übrigens, ich weiß, ich bin jetzt vielleicht übervorsichtig, aber seid bitte ein bisschen gnädig mit dem, was ich mache und wie ich spiele und dass ich nicht die Strecken ausstudiere. Ich spiele dieses Spiel nebenbei hier und da, okay? Ich nehme das nicht so ernst wie manche von euch, was kein Vorwurf sein soll, nur
Bitte habt ein bisschen Rücksicht. Ich bin einfach nicht so dermaßen verschwitzt. Ey, wir sind aber schon echt nah an den zweiten rangekommen, nur über den Bartparcours, ne? Jetzt gucken wir mal, ob auf Athen noch was geht. Ja, hier fehlt mir halt das. Ich habe bei beiden die Möglichkeit, sowohl auf dem Bartparcours als auch hier jetzt was im Shop zu kaufen. Ich denke, ich würde zuerst den Bartparcours machen, einfach weil ein Gleiter hilft mir wahrscheinlich, die Streak zu halten. Und das Fahrzeug gibt mir halt höchstens mehr Punkte für verschiedene Aktionen, ne? Also ich würde schon auf den Gleiter gehen. Wird jetzt einfach... Oh, manche Soundeffekte fehlen mal wieder. Das Spiel ist mal wieder verbuggt. Nice. Das ist doch cool. Ja, das passiert manchmal, wenn ich von einer auf die andere App wechsle. Vor der Aufnahme starte ich immer auf YouTube so einen Klick-Soundeffekt, um meine Audiospuren zu synchronisieren. Und das sorgt scheinbar dafür, dass manchmal einfach Sounds fehlen. Da kann ich leider nichts für. Es tut mir leid. Wäre das jetzt ein... Krass, dass das jetzt zum ersten Mal in der Aufnahme passiert. Ich hatte den Bug häufiger schon. In meinem ganzen Leben. Wow, habe ich mich verdriftet. Aber es funktioniert irgendwie einfach trotzdem noch. Sehr nice. Ah, klappt das, wie ich will? I don't know. Ach komm, das hätte eine Partyzeit sein können, oder? Gönn mir doch einfach. Was habe ich dir denn getan, liebes Spiel? Habe ich dir jemals etwas Schlechtes getan, außer mich ständig über dich zu beschweren? Platz 3, ja. I mean, es geht. Ich halte es aus. Kann ich hier... Ja. Schade, dass die eine Coin da jetzt erst gespawnt ist. Komm, snipe irgendwie. Schade. Wäre ein lustiger Snipe gewesen. Das müsst ihr zugeben. Ich glaube, das könnte eine volle Combo werden. Wir konnten auch das aushalten. Ich mache mir mal hier ein Item-Ticket. Ja, moin. Okay, tut mir leid für die Batteriewarnung. Ja, jetzt wenn wir keine gute Position bekommen, wird es vielleicht doch tricky. Ja, zumindest Dritter, aber ich glaube trotzdem keine Bestpunktzahl. Ah, nee, hätte ich besser für fahren müssen. Okay, ich starte mal schnell das Spiel neu. Und da sind wir wieder. Okay, das Erste, was ich jetzt machen werde, ist Paris auf 200 auszugrinden. Wir haben den Toad mit der Riesenbanane. Gut, hier ist halt alles nur Level 1, ne? Auch hier bei den Symbolen, da dürft ihr mir gerne mal einen Tipp geben, weil ich habe die einfach nicht gelernt. Alles andere entscheide ich jetzt so ein bisschen nach Bauchgefühl. Dann machen wir wieder das. Und wir gucken mal, was auf 200 geht, wie es hier mit Partyzeiten aussieht. Ich will mich halt jetzt auf Paris konzentrieren, weil A ist das, glaube ich, die Strecke, die ich jetzt am besten kann. Und B... ist das die Strecke, wo ich nichts für kaufen muss, um potenziell Erfolge zu erzielen. So, hier kann man mich jetzt auf 200 einfach den hier machen, um die Streak zu halten für mich. Ja, gut. Eine einzelne Banane ist jetzt nicht das absolute Nonplusultra-Item, aber passt schon. Plus, es ist halt, wie ihr seht, es ist halt deutlich, deutlich einfacher, hier jetzt was zu halten. Gut, das habe ich jetzt natürlich nicht gehalten, weil ich ein absoluter Loser bin. Aber trotzdem. Nein, 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 warum denn? Okay, wenigstens eine einzelne Riesenbanane. Die macht ja auch schon mal Damage. Kann man schon mal machen. Aber trotzdem, das geht deutlich besser. Komm, snipe. Vielleicht irgendwie, keine Ahnung. Irgendwie ein Snipe. Komm schon. Mann. Wollte gerade sagen, als ob ich den jetzt nicht wenigstens einhole. Ja, das war nichts. Nächster Versuch. Mal gucken, wie es jetzt läuft. Oh Gott. Ja, okay, die Streak lebt noch. Die Streak von 2. Keine Münze. Nicht mal eine Münze. Okay. Kann ich mit leben? Wieder keine Münze. Was soll denn das hier? Ich möchte doch nur Münzen haben, bitte. Ah, okay, da auf jeden Fall nochmal so ein Drift machen. Wird nicht wehtun. Jetzt kann ich den hier machen. Guck mal. Oh, die wollte ich nicht nach vorne schmeißen. I'm very sorry. Münzparty, ey, immerhin mal irgendwas. Ich dachte schon, Partys existieren in diesem Spiel nicht mehr. Das ist ja nicht normal gewesen. So, hier ganz viel Coins mitnehmen hoffentlich. Oh, dafür jetzt die hier choken. Aber passt schon. Oh, bitte triff mich nicht. Noch eine Party, ey. Es sind nicht die Partys, die ich wollte. Aber ich beschwere mich nicht. Das wird mir eine neue Bestpunktzahl gegeben haben, oder? Nicht, dass ich mich jetzt gerade hier freue ohne Grund. Was passiert hier? Und, komm. Es war 15.000. Ich bin so knapp dran vorbei. Aber das waren 2 Partyzeiten. Ich brauche eine Maxi-Bananen-Party. Einfach für die Item-Treffer. Die halten die Streak so dermaßen hoch. Ich grind da jetzt drauf. Okay, eine Bomben-Party ist zumindest... Es geht. Es könnte schlimmer sein als eine Bomben-Party. Sind wir mal ganz ehrlich. Okay. Komm, direkt die nächste Partyzeit.
Warum nicht? Ah, ich habe mich gerade schon gefreut, als ich zwei Bananen gesehen habe. Es hätte so gut sein können. Jetzt vielleicht noch? Nee. Wäre funny gewesen. Jetzt einfach nochmal so eine random Partyzeit. Wow, okay. Entschuldigung, ich hatte eine Banane. Verzeihung. Okay, gut. Jetzt kann ich immerhin hier ein bisschen mit Blooper-Spritzerei überzeugen. Okay, ja. Müssen wir nicht weiterspielen. Ja, finally. Okay. Den Try joken wir jetzt am besten mal nicht. So, immer schön ein bisschen so, dass die vielleicht in die Mitte kommen. Bitte. Oh mein Gott, das war so wichtig jetzt. Und noch eine Bananenpartyzeit. Okay, das ist unser Run. Komm schon. Das kann nicht unser Run sein jetzt. Ja, wobei, wir müssen hier noch wieder durch, ne? Weil hier liegen ja unsere ganzen alten Bananen. Nein, wurde mir gerade die Hupe weggenommen. Please. Bitte. Eine dritte Bananenparty. Okay. Ja, ich denke, das ist alles, was ich aus der Strecke zum aktuellen Zeitpunkt rauszukitzeln bereit bin. Drei Partyzeiten, alle davon bananenmäßig unterwegs. Ich glaube, viel besser kann es nicht werden. Es hätte nur besser sein können auf 150, wo halt mehr Item-Treffer dann geschehen sein könnten, aber da weiß ich nicht, ob ich die Streak so gut gehalten hätte. Okay, jetzt probieren wir die anderen Strecken. Ja, lass mich auf die Nummer 2 klettern. Ich hab's mir verdient. So, wo hast du nochmal die meisten? Du hast 16,6 oben und 15,8 unten. Ich habe am ehesten beim Bartparcours aufzuholen. Ich probiere es mal nochmal ein bisschen auf 200. Ja, wir haben ja da auch den Bananen-Wiggler, ne? So, Schwierigkeit hier ist halt, dass die... Ja, guck mal, die Streak ist schon gerissen. Die Schwierigkeit da ist, dass die Schwämme nicht zuverlässig Stunts geben. Komm, lass mich mal die obere Route fahren. What the hell, Alter? Okay, ganz merkwürdig. Was? Man kann da wieder runterfallen? Ich dachte, das wäre eine Wand. Ich bin überrascht. Nicht schockiert, nur überrascht. Ich weiß nicht, ob das so die beste Strecke für 200 ist hier. Ich zeige euch das einmal mit den Schwämmen. Man bounced so, dass man da genau keinen Stunt bekommt. Ey. Was wird denn das jetzt hier für ein gescheiterter Versuch von dir, mich zu überholen? Ja, auch keine Partyzeit. Das ist halt das, warum es mich so nervt, diese Strecken auszugrinden. Es ist einfach... Wow, gut funktionierender blauer Streifen. Es ist RNG. Du brauchst eine Partyzeit. Und wenn du die nicht bekommst, dann ist halt vorbei. Ja, brauche ich nicht probieren. Eine Coin, zerstörtes Item, aber keinen Drift Boost, entsprechend Streak gebrochen. Es ist wirklich krass, wie 200 CCM feindlich diese Strecke ist. Wow, das war close. Also an der Stelle gute Investition von mir in 200 CCM, den Goldpass. Gut, dass das hinter einer Paywall ist auf jeden Fall. Wir gehen jetzt mal unten lang. Wir schauen einfach mal, ob das hier besser funktioniert. Oh, man kommt fast nicht in die Kurve. Oh mein Gott. Okay. Komm. Nein. Ich wollte die Coins da mitnehmen. Das war der gesamte Zweck und Sinn dahinter. Ja, guck mal, man kriegt da... Da habe ich jetzt keinen Stunt bekommen, beim zweiten schon. Und die Streak ist weg. Ja, 200 CCM ist für die Strecke wirklich, wirklich nicht geeignet zum Streak halten. Plus, ich will es nicht darauf schieben, aber auch mal wieder absolut kein Partyzeitenglück. Der Sprung in die Badewanne ist halt so ein Problem für die Streak auf dieser Strecke. Das ist zumindest mein größtes Problem. Das wird jetzt auf 150 ein bisschen besser sein, weil jetzt habe ich hier halt Stunts. Aber ja, jetzt... Oh, das könnte der Run sein, wo wir zumindest mal... Oh, ich habe zu lange gezögert. Ich wollte möglichst viel Zeit verrinnen lassen zwischen den Aktionen. Ja, was ist hier besser für die Streak halt, ne? Unten oder oben? Unten auf jeden Fall schon mal nicht, so wie ich sehe. Oben kriegt man wahrscheinlich mehr Gleitzeit reingeschallert, ne? Und den Stunt. Ich bin es jetzt so gewohnt, dass man so weit außen driften kann. Das macht es gerade ein bisschen knivelig. Oh, das ist vielleicht die Strat. Ja, wenn man sie besser umsetzen würde, als ich das jetzt gemacht habe. Ja. Ich mache einfach mal hier jetzt Itemkram zum Streak halten. Oh mein Gott, musste das sein? Wenigstens mal eine Partyzeit. Thank God. Oh Gott, das war knapp gerade mit den Bananen. Ey, das könnte unsere bisher beste Punktzahl sein, oder? Na, wobei. I don't know. Oh, ich vergesse jedes Mal, dass da diese olle Nichtwand ist. Dass da nicht diese olle Wand ist. So rum würde der Satz Sinn ergeben. Ich denke jedes Mal, ich kann da einfach gegen eine unsichtbare Wand drücken. Ja,
Das war jetzt, glaube ich, da doch keine beste Punktzahl. Das Ding ist, so von den Belohnungen würde mir das ja jetzt reichen. Ich habe auch nicht vor, einen Gleiter zu kaufen, nur um dann 5 Rubine mehr zu bekommen, weil da mache ich halt übel Minus. Ich will mich nur noch ein bisschen gegenüber dem mittlerweile 3. Platz absichern. Wir probieren es einfach mal auf Athen auf Abwägen. Hier haben wir halt nur ein Stufe 2 Fahrzeug, aber dafür haben wir einen Stufe 3 Gleiter. Ich nehme mal den mit Pilz, weil ich glaube, einen Pilz kriege ich eher als einen Blitz. Und wir probieren es nochmal hier. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Alle hier haben irgendwas Offensives, ja. Alle haben was Offensives. Damit geht's schon los. Oh Gott. Warte mal, kann ich mich hier... Ich hätte mich gerne auf den Speed Boost fallen lassen. Hat aber nicht geklappt, weil ich davon einfach weggepresst wurde. Ganze böse und gemein. Oh, ich hätte da gerne noch eine Münze mitgenommen. Lass mich doch auf diese... Das ist so Wahnsinn. Der funktioniert einfach nicht. Das ist der absolute Wahnsinn. Dieser... Leute, das ist jetzt wie lange im Spiel, dieses Streckenelement? Warum funktioniert das denn nicht? Das kann doch nicht wahr sein. Ich bin da so gerade drauf gefahren, wie es nur geht. Fixt euer Spiel. What the hell? Ja, das ist schon eine bessere Item-Kombination und auch Position für mich. Vor allem, weil... Oh, der hat den Spezial-Fragezeichen-Block. Sehr, sehr cool. Sehr, sehr cool. Hat mir wenig gebracht, aber besser als nichts. Ist das ein... Ich kann bei manchen Fahrern manchmal nicht einschätzen. Sind das jetzt Maxi-Pilze oder ist das einfach... Ist der Fahrer einfach so groß? So, jetzt. Ja, so soll das nämlich eigentlich funktionieren. Perfekt. So geht das. Guck mal, ist doch gar nicht so schwer, ein funktionierendes Stück Software auf ein Handy zu bringen, oder? Habe ich den jetzt wirklich gar nicht damit erwischt? Egal, dafür da der Snipe. Hey, hier sind 3 Medaillen gefallen, die ich nicht mitgenommen habe. Ich kleiner Lulatsch. Boah, I don't know, ob das unser Run wird. Ich meine, lief nicht schlecht bisher, aber wir haben noch... Haben wir eine Partyzeit gehabt? Nee, ziemlich sicher nicht. Da hätte ich mich dran erinnert. So, jetzt können wir es mal hier machen, dass wir bitte mal auf diesen Boost-Streifen da fallen. Vielen Dank. Kann man ja auch mal machen. Ne, die Punktzahl ist ziemlich identisch zu unserem ersten Run gerade. Ja, jetzt ist die Frage, versuche ich das nochmal hier mit der violetten, dem violetten Drift? Man wird davon auch so komisch weggezogen, ne? So, als wolle das Spiel gar nicht, dass man das nimmt. Und das war die Streak. No. No. Und das war die Banane. No, no, no. Doppel no. Ah. Da hätte ich es mir jetzt sowieso versalzen, ob das ein okayer Run gewesen wäre oder nicht. Yay, das musste in diesem Part auch noch passieren, ne? Wow, okay. Schreibt's doch in die Kommentare. Ich würde es gerne nochmal auf 200 probieren. Ich habe das Gefühl, da habe ich die Chance, dass eine Streak weniger abreißen würde. Ich würde es gerne einfach mal testen. Das ist hier wieder absolutes Chaos, Alter. Ich werf einfach mal rein. Vielleicht zerstöre ich Items oder treffe Leute. What the hell? Ich bin definitiv zu schnell. Was zur Hölle? Okay, 200 auf der Strecke ist absolut absurd. Ey, das Ding funktioniert. Ich bin überzeugt davon, dass es eine gute Idee war, hier 200 zu nehmen. Denn ich bin einfach schneller mit dem Spiel durch. Haha. Und das immer gut. Ah, hätte ich die Rampe mitnehmen müssen. Das war Doom. Kann ich wenigstens mit der einen Green Shell einen Treffer vielleicht machen? Wenn mir schon keine Partyzeit gegönnt wird. Oh, das hätte ein cooler Snipe sein können, oder? Gebt's doch zu. Das hätte cool sein können. Ist es aber nicht gewesen. Das auch. Habe ich mich gerade selber getroffen? Oh mein Gott. Ich bin absolut in Shambles, Alter. Jetzt ist halt die Frage, ne? Ist das hier nicht klüger? Weil wir einfach vorne landen wollen und so. Zack. Es ist so krass, wie... wie nichts gegönnt wird. Ah, 2 Pilze, warum denn nicht einfach 3? Komm schon. Boy. Ja, das war ein geiler Sprung, aber leider zu Ungunsten meiner Streak-Erfahrung hier. Bam, bam, bam. Dann machen wir den hier. Dann machen wir den hier. Und dann den hier, komm. Na, schade, ich dachte, es trifft irgendwen über den schmalen Korridor da. Wir sind Erster, ich weiß nicht genau warum und wie. Okay, wir sind immer noch Erster. Oh, 200 CCM. Jetzt kann ich sogar mal da die Rampe nehmen wegen des Blitzes. Oh Gott, ich hatte gerade dezent Sorge, überfahren zu werden. Da hat gerade jemand... Nein, 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 nein. Ich hätte die Münzen nicht verfehlen dürfen. Das war meine Streak. Das war komplett meine eigene Schuld. Aber wir haben viel weniger Punkte als die letzten Male. Wir haben immer schon 7.500 gehabt die letzten Male. Das ist also nicht unbedingt gut hier, was wir hier gerade fabrizieren. Es ist so krass, ich kriege keine einzige Partyzeit auf dieser Strecke. Ja, ich habe nicht den höchst gelevelten Kram, aber
Come on, what the hell? Ja, Maxi Pilz auf 1. Das wird's ihnen zeigen. Ich meine, to be fair, dafür habe ich 2 Münzen mitgenommen an der Stelle da gerade. Jo. Okay. Läuft bisher gut. Jetzt bitte eine Partyzeit. Danke. Okay, so viel dazu. Aber wenn man da den Drift so beendet, das scheint echt gut zu passen. Dann werde ich das ab jetzt wohl immer machen. Wieder nichts. Ja, besser widerlich als wieder nicht, ne? Oh Mann. Ich dachte, ich könnte damit einen Driftboost halten. Darum habe ich das gemacht. Und wieder keine volle Streak. Ach Mann. Boah, wir sind vor allen Dingen Fünfter. Das darf eigentlich nicht so enden. Wenn man überhaupt was erreichen will. Gönn mir doch ein einziges Mal eine Partyzeit. Das ist ja nicht normal, oder? Das kann nicht sein. Ich dachte gerade, die Blue Shell geht auf mich. Okay, ich probiere es noch einmal und dann werde ich wahrscheinlich den Part beenden. Ich möchte nichts kaufen, um mich auf Platz 1 zu drängeln. Entsprechend werde ich den... Ja! Ja! Entsprechend werde ich den Bartparcours nicht nochmal versuchen. Und ich will auch, dass ihr eine Sache bedenkt, wenn ihr jetzt irgendwie was zu der Leistung kommentiert. Das war jetzt eine halbe Stunde, ne? Mit verschiedenen Strats und sowas. Ich habe nicht vor, mehr Zeit groß in diese Rangliste zu investieren. Ich will einfach nur die Rangliste aufsteigen und den Fahrer bekommen. Das reicht mir schon. Entsprechend, falls ihr Tipps habt, sind wahrscheinlich gut gemeint, kommen von einem Ort der Hilfsbereitschaft. Aber ich habe, denke ich, erreicht, was ich möchte und was ich bereit bin zu geben. Jetzt gucken wir einfach nochmal, ob wir nicht doch noch hier eine beste Punktzahl rausklöppeln können. Mit den Ressourcen, die uns zur Verfügung stehen. Ja, natürlich. Natürlich. Ich dachte, vielleicht kriege ich irgendwie eine Hupe oder sowas. Das war der eine gute Run, ne? Es darf halt keinen guten Run geben. Warum auch immer es Blue Shells in diesem Spiel gibt, in den Ranglisten-Cups. Das muss mir auch mal einer erklären. Ist einfach... Ja, nice. Die kommt ein bisschen zu spät, mein Junge. Aber vielleicht kann ich mich damit immerhin... Ja, ich kann mich immer noch Platz 1 drücken. Okay. Ich bezweifle jetzt einfach mal an, dass das eine neue Bestpunktzahl wird, oder? Ich weiß nicht, war ich bei 14.000 schon? Vielleicht war das jetzt doch der eine Run. Ich meine, es gab 2 Partyzeiten. Es sollte besser so sein. Nee, nicht mal das. Ja, okay. Das ist, was ich bereit bin zu geben. Das reicht mir. Ich werde jetzt Platz 2 noch privat verteidigen. Ich weiß, dass ich noch ein paar Stunden aushalten muss. Nur ich will den Part hier nicht Mittwoch hochladen. Das ist irgendwie, weiß ich nicht. Ich will den halt schon Dienstag, wo die Streak noch läuft. Die Week, nicht die Streak. Hochladen. Entsprechend, ja, ich bedanke mich bei euch fürs Ansehen. Ich weiß nicht, ob ich das nochmal mache. Irgendwie jetzt zum Aufnehmen war es nicht so spannend, weil ich kann mich nicht so ganz drauf konzentrieren. Und ich glaube, ein sehr unterhaltsamer Part kommt da auch nicht raus, für das an Laufzeit, was da zusammenkommt. Ich schaue einfach mal, ob ich das nochmal mache, aber ich glaube eher nicht. Es war jetzt nicht mein Lieblingspart zum Aufnehmen. Egal, ich werde euch die Richter sein lassen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein und lasst nichts anbrennen. Bis bald. Tschüss.